So, hallo Leute, wir haben gerade, ja, zeig mal nicht die Uhrzeit an. Okay, wir haben gerade 12:46 Uhr, das ist noch die Sommerzeit. Ich habe das noch nicht umgestellt. Ich habe jetzt also ungefähr eine Stunde Zeit, weil ich bin ja zu Hause nach der Hochschule, muss dann aber gleich wieder in die Hochschule und möchte mir jetzt noch was zu essen machen. Hier sieht's aus wie Sau, weil ich die letzten Tage nicht wirklich zum Aufräumen gekommen bin. Ich war gerade noch schnell einkaufen. Da meine Wohnung hier so übelst groß ist, nicht. Da ist gleich mein Schreibtisch. Ja, fangen wir doch mal an, hier auszupacken. Ich habe so richtig billigen Bacon gekauft. Keine Ahnung, ob ich den überhaupt essen werde, weil der hat nur 99 Cent die 100 Gramm gekostet, weil ich war jetzt im Rewe einkaufen, auch wenn es eine Aldi-Tüte ist. Ist halt einfach beste Tüte, die passt perfekt in den Roller rein. So, und ich habe hier Möhren. Die möchte ich einfach so ein bisschen anbrutzeln. Da in dem Topf und dann essen. Also jetzt wirklich nichts Krasses. Dazu fehlt mir einfach die Zeit. Und ich muss ja auch noch alles ein bisschen aufräumen. Das hier ist Tiefkühlspinat, den muss ich gerade schnell einräumen. Nur wenn ich das jetzt aufmache, kommt jetzt glaube ich gleich alles. Nee, doch nicht. Kennt ihr das, wenn ihr das aufmacht und euch da alles entgegenkommt? Das ist echt richtig schlimm. Ja, was habe ich noch? Habe ich noch irgendwas Gekühltes? Ich glaube, das war's soweit. Die Zitrone gebe ich mal noch in den Kühlschrank und die Zucchinis auch. Und dann fangen wir auch schon an, die Möhren zu schnibbeln. So, ich räume das hier gerade noch ein, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe die Cam hier jetzt mal auf so ein Stativ gestellt. Das ist so ein richtig billiges Drecksstativ. So, das ist einmal, glaube ich, hier so alles zu machen. Jetzt kann ich mich gar nicht bewegen. Das Brett ist auch noch dreckig, aber das ist ja kein Problem. Das machen wir schnell sauber. Das letzte Mal habe ich da gestern was drauf gemacht, sonst würde ich das jetzt natürlich in die Spülmaschine stecken. Ich habe hier so Reiniger, der ist wirklich super, da ist Spiritus drin, das wird dann so ziemlich alle Bakterien abtöten. Und wie gesagt, da ich das Brett erst gestern benutzt habe, ist es nicht so schlimm. So, hier das Messer machen wir gleich mit. Weil wie gesagt, heute ist Dienstag, ich habe jetzt praktisch, es ist jetzt 12:50 Uhr. Leider echt nur eine Stunde Zeit und ich muss auch noch die Battle-Folge für heute Abend rendern, weil wenn ich erst um 18 Uhr nach Hause komme, schaffe ich das halt alles nicht mehr rechtzeitig. Und ja, deshalb würde ich sagen, fangen wir gerade mal an. Zewa brauche ich noch hier, davon verbrauche ich irgendwie 50 Rollen pro Tag. Das ist natürlich schön für die Umwelt, aber es geht halt immer schön schnell. So, wie gesagt, das hier, das ist mit Spiritus und so. Also das ist dieser Frosch-Multiflächenreiniger. Den kann man auch für Bildschirme nehmen, finde ich echt super. Soll jetzt auch kein Product Placement sein, nur irgendwie putze ich in der Wohnung hier wirklich mittlerweile fast alles mit dem, weil es halt wirklich einfach so schön schnell und einfach geht. Wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen länger rumliegen würde, dann würde ich das natürlich in die Spülmaschine packen und so richtig sauber machen. Aber da ich hier erst gestern Abend was zubereitet habe, klar, es ist ein bisschen eklig, ist aber denke ich nicht so schlimm. Mir fehlt halt echt einfach die Zeit. Und da ich mich gesund ernähren möchte, gehe ich auch nicht in die Mensa essen, weil die haben da heute wieder so Scheißgras. Also es ist jetzt nicht mega ungesund, was die da haben, aber ja, keine Ahnung, ich koche lieber selber was und weiß, was drin ist. Eigentlich kann ich ja auch die Unterseite nehmen, die ist größtenteils sauber. Jo. Wie gesagt, das Brett, das kommt spätestens alle 2 Tage in die Spülmaschine, wird da richtig heiß gemacht. Da dürfte nichts passieren. So, jetzt müssen wir erstmal die Karotten schälen. Dazu habe ich hier so einen Sparschäler, der ist jetzt aber echt dreckig. Da nehme ich lieber einen neuen aus der Schublade. Das Ding hier, das ist sauber. Und hier habe ich so eine Tablette. Lege ich auch noch gerade ein Stück Zewa rein, damit das nicht ganz so zersaut wird. Und da machen wir die Schale rein. So, ich drehe das hier mal so rum. Es wird jetzt hier alles schön geschält. Ich hoffe, man sieht das überhaupt. Naja, so, schälen wir erstmal die Karotten, dann werden die geschnitten. Die Karotten hier, die waren heute übrigens im Rewe im Angebot. Ich mag den Rewe hier eigentlich nicht so sehr, weil oft, wenn ich da hingehe, haben die nicht so viele Sachen, aber irgendwie gehe ich halt trotzdem einfach immer da rein. Weil das ist halt irgendwie so der einzige Supermarkt, der bei mir in nächster Nähe ist. Ansonsten müsste ich relativ weit fahren und das ist halt nicht so geil. Auch das hasse ich an diesem Sparschäler. Der macht echt immer so richtig dünne Dinger. Das dauert dann halt echt ewig, bis man irgendwas fertig geschält hat damit. Aber na, jetzt geht es irgendwie auch wieder. So, hier ist irgendwie so ein Ast. Ja, ich würde sagen, ich schäle die gerade alle mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich schäle jetzt nur noch die letzte, dann sollte das eigentlich auch schon reichen. Ich habe hier schon ein paar fertig geschält. Ich nehme jetzt doch den hier, ich habe den gerade mal schnell sauber gemacht. Und ja, dann muss ich die noch in Stücke schnibbeln und dann werden die im Topf brutzeln.
Und dann muss ich schnell an dem PC und die Battle-Folge für heute schneiden. Dann fahre ich auch schon wieder in die Hochschule. Also momentan ist es bei mir halt echt ziemlich stressig. Das liegt halt auch wirklich daran, dass ich momentan versuche, ganz viele Module zu machen. Normalerweise muss man nach Studiengangplan 6 Module pro Semester machen. Ich mache dieses Semester tatsächlich 11 Module. Vielleicht melde ich mich aber auch nur für 10 an. Das werden wir noch sehen. So, jetzt habe ich die hier alle geschnitten. Ja, das sieht man sogar cool. Oh, schneiden wir das oberste Stückchen da mal ab. Ja, die muss ich jetzt hier woanders mal hinlegen, sonst blockieren die mich hier. So, also wenn ihr sowas macht, passt halt echt immer voll auf eure Finger auf. Das ist so gefährlich. Und den Daumen, der wird irgendwie am häufigsten abgeschnitten. Also den Daumen würde ich immer ganz nach hinten packen. Und da bei mir halt leider das Brett rutscht, kann ich das jetzt nicht so geil machen wie so die Sterneköche in den ganzen Kochshows. Weil das hier, keine Ahnung, das rutscht halt einfach immer weg und so. Weil das liegt dann auch einfach daran, dass ich hier halt wirklich, hier ist Waschbecken. Also ich weiß, es sieht sau schlimm aus heute, normalerweise ist es hier nicht so schlimm. Und dann, ja, keine Ahnung, ich habe halt nirgendwo richtig Platz, um irgendwas zu machen. Deshalb muss ich das halt hier drauf machen und deshalb rutscht das halt auch einfach. Das ist halt echt mega nervig. Aber so ist das halt bei so kleinen Wohnungen, Leute. Und ich versuche halt das Beste draus zu machen. So. Na komm. Aber die großen Stücke, die sind immer sehr schwer. Und ich denke, ich mache jetzt einfach so einen Zeitraffer. So Leute, jetzt habe ich hier alles geschnitten und alles ist in den Topf. Dann machen wir hier mal den Herd an. Da bin ich recht froh, dass ich hier tatsächlich so einen Induktionsherd habe. Hier war nämlich vorher so, hier waren noch so richtig alte Eisenplatten. Hier ist schon die Dinger, wo wenn man so eine Eisenplatte anmacht, ein Brennstab im Atomreaktor nur für euch eingeschaltet wird. Deshalb bin ich echt ein bisschen froh, dass ich das jetzt hier so habe. So, lassen wir es erstmal ein bisschen erhitzen und da ich ja jetzt echt kein Öl mehr nachträglich so einfach reinmachen kann, hoffen wir einfach, dass durch die Feuchtigkeit, die die Karotten dann verlieren, also durch das Wasser, was die verlieren, dass irgendwie so genug zum Dünsten ist und da unten nichts anderes in einem Topf. Aber wenn, dann ist mir das auch scheißegal. Ich habe überlegt, ich werde da ein ganz kleines bisschen Salz reinmachen, aber wirklich nur ganz wenig und ein wenig Pfeffer. Und was ich auch noch reinmachen werde, ist, ich habe mir so ein Gewürzregal hingemacht, ein bisschen Paprika, Edelsüßpulver. Und ich werde auch noch reinmachen diese halbe Zitrone hier, weil ich mal was mit Zitrone gemacht habe und da halt diese Hälfte hier noch übrig geblieben ist. Die werde ich dann noch so reinpressen, aber jetzt nicht direkt am Anfang, sondern erst ein wenig später. Ich hoffe, dass die noch gut ist, aber sollte gut sein. Die ist jetzt erst 2 Tage alt, so halb aufgeschnitten. Das dürfte sich halten. So, jetzt geht's weiter zum PC. Nicht wundern, da liegen so ein paar Akten auf dem Boden, weil ich noch voller Verzweiflung etwas Bestimmtes gesucht habe. So, jetzt muss ich mich hier anmelden und jetzt schneide ich die Battle-Folge und hoffe, dass mir da hinten nichts anbrennt. Und die Battle-Folge, die werdet ihr schon vor diesem Video hier gesehen haben, weil dieses Video erst nach der Battle-Folge kommt, weil ich ja das Video hier erst noch schneiden und hochladen muss. So, wir haben jetzt schon 13 Uhr, stell scharf. Uhr 19, ich bin gerade immer noch am Schneiden. Falls ihr die Folge schon gesehen habt, wisst ihr ja, dass ich ein kleines bisschen was gemacht habe. Das Problem ist halt echt, ich habe nicht die Zeit. Schauen wir mal nach den Karotten. Ich habe da noch so einen Esslöffel Schmand reingetan. Boah, das riecht einfach immer so richtig geil, wenn die so ein bisschen anbrennen, die Karotten unten. Ich liebe diesen Geruch. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, der Zuckeranteil in denen oder so karamellisiert. Ich liebe das einfach. Also die dürften bald fertig sein. Ich muss jetzt hier halt noch, wenn ihr die Folge gesehen habt, wisst ihr, warum so eine Lebensanzeige machen, weil sich das auch wirklich viele gewünscht haben. Das Problem ist, das braucht auch wieder so viel Zeit und ich habe halt nicht so viel Zeit, weil ich muss schon 15 vor 2 praktisch, also 13:45 Uhr muss ich auch schon wieder losfahren, wenn ich noch einen guten Platz kriegen will. Also wenn ich einen guten Platz kriegen will, eigentlich noch viel früher. Sonst sitze ich wieder da hinten irgendwo in der Ecke in dem Hörsaal. Und ja, deshalb mache ich jetzt noch schnell die Lebensanzeige, esse dann was und dann fahre ich auch los. So, jetzt hoffe ich, dass ich irgendwo noch die Lebensanzeige finde. Naja, ihr werdet es ja sehen.
So, und tatsächlich, ich habe noch aus einem alten Projekt eine PSD gefunden, wo die Lebensanzeige drin ist. Finde ich richtig gut. Das heißt, ich muss die nur ein bisschen anpassen und das Rad nicht neu erfinden. Ist schon mal eine mega große Erleichterung, Leute.